Anlässlich des Apple-Events mit der Vorstellung der neuen iPhones in dieser Woche und der guten Performance der Aktien in letzter Zeit stelle ich mir heute die Frage, ist Apple eigentlich die beste Value-Aktie der Welt? Die Antwort gibt's in diesem Video. Bis gleich. Ja, seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute. Zeit mal wieder Apple unter die Lupe zu nehmen, diesmal unter dem Value-Aspekt. Apple hat sich ja in den letzten Jahren mehr und mehr von einer Wachstums- zu einer Value-Aktie entwickelt. Manche sagen sogar, es sei die beste Value-Aktie der Welt. Ob das stimmt, will ich heute mal checken. Zunächst zum iPhone-Event bzw. zum neuen iPhone 11. Es hat das neue Dual-Kamera-Setup, das erwartet worden war, plus kleinere allgemeine Verbesserungen. Ist noch ein bisschen schneller geworden, hat noch etwas mehr Akkulaufzeit. Allerdings hat es kein noch schneller ladendes Ladegerät, das haben nur die neuen Pro-Versionen. Viele hatten sich das ja erhofft im Vorfeld. Auch den Apple Pencil Support gibt es nicht. Man kann also nicht wie beim iPad Pro mit einem Stift malen und zeichnen. Und auch die Möglichkeit, dass man mit dem Ladegerät auch andere Apple-Geräte aufladen kann, wurde nicht umgesetzt. Insofern eher enttäuschend aus meiner Sicht. Im Gegenzug kostet es in den USA mit $699 $50 weniger als das Vorgängermodell und $50 weniger als auch erwartet. Fazit, naja, geht so. Jedenfalls keine wirklich positive Überraschung. Was steckt strategisch hinter diesem Schachzug von Apple? Apple versucht, denke ich, beim iPhone die Zahl der verkauften Einheiten zu maximieren und möglichst viele Abonnenten zu gewinnen für seine Add-on-Services, auch wenn das die Bruttomargen senkt im Gegenzug. Die Frage ist nun, ob Apple es schafft, diesen negativen Effekt durch eine Anhebung der verkauften Stückzahlen zu kompensieren. Und perspektivisch will Apple natürlich die Service- bzw. App-Umsätze weiter in die Höhe treiben. Die Aktie selber reagierte leicht positiv auf die Ankündigungen. So, warum soll Apple aber jetzt so eine tolle Value-Aktie sein? Schauen wir doch mal an, was der Großmeister des Value-Investments, Warren Buffett, dazu sagt. Er liebt ja Apple, zumindest ist Apple ja die größte Position im Berkshire-Portfolio, also in im Portfolio seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Zu Buffett nochmal kurz einen Hinweis. Vorab, im nächsten Video gibt es einen Warren Buffett Depot-Check. Was ist los bei Buffett? Warum hat er zuletzt so oft daneben gegriffen? Was sind seine Lieblingsaktien? Die Antworten gibt es alle im nächsten Video hier auf dem Kanal. Also falls noch nicht geschehen, drückt einfach den Abonnieren-Button unter dem Video und aktiviert das Glöckchen. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei das nächste Mal, wenn es um Buffett und sein Portfolio geht. So, wenn ihr das erledigt habt, was sagt denn Buffett nun dazu? Konkret zu Apple, zunächst mal sagt er was ziemlich Überraschendes, nämlich, dass ihm die Aktie momentan zu teuer sei. Und das war bereits Ende Februar, Anfang März, als er diesen Spruch getan hat. Und damals lag der Kurs ja bei $175 und jetzt sind wir bei $223. Und selbst in Q4 2018, als Apple ja so richtig abgestürzt ist, hat Berkshire Hathaway keine Apple-Aktien gekauft. Da ging es ja runter von $230 bis auf bisschen über $140. Selbst da war Apple ihm offenbar zu teuer. Mehr noch, in diesem Q4 hat Berkshire unter dem Strich sogar 2,9 Millionen Aktien verkauft. Also im Nachhinein zum ziemlich schlechten Zeitpunkt. War zwar nicht Buffett selber, sondern einer seiner Investmentmanager, aber trotzdem. Fazit, Buffett verliert derzeit mehr und mehr sein Image als Magier der Markt. Das sehe ich auch Heinz Kraft, das Debakel. Aber zurück zur Frage, was ihm an Apple gefällt. Zunächst mal natürlich, dass Apple operativ zum einen gigantische Cashflows über die iPhone-Verkäufe erwirtschaftet und dafür aber im Gegenzug relativ wenig investieren muss. Argumentieren kann man hier auch mit dem Return on Equity, also der Eigenkapitalrendite, die liegt ja bei über 20% bei Apple. Das heißt, Apple erwirtschaftet auf das eingesetzte Kapital eine extrem hohe Rendite. Und die liegt auch noch über dem KGV und das macht die Aktie prinzipiell so attraktiv. Was steckt da eigentlich dahinter? Wie schafft Apple das? Nun, das Kernasset ist aus meiner Sicht nach wie vor das Betriebssystem iOS, das insofern einzigartig ist, dass das iPhone das einzige Handy ist, bei dem das Betriebssystem einfach perfekt auf die Hardware abgestimmt ist. Und das wird auf unbestimmte Zeit so bleiben und das ist ein Wettbewerbsvorteil, den Apple halten kann, ohne dass es dafür Geld investieren muss. Und das ist Gold wert aus meiner Sicht. Und diese Kombination aus riesigen Burggraben durch dieses iOS, extrem hohen Margen und niedrigen Ersatzinvestitionen, das macht Apple zu so einer tollen Aktie. Und darüber hinaus gefällt Buffett aber auch, wie Apple diese gigantischen Cashflows, die eben aus diesem tollen Geschäftsmodell und dem Burggraben resultieren, wieder reinvestiert. Nämlich zum großen Teil in Aktienrückkäufe. Das heißt, Apple kauft die eigenen Aktien am Markt und vernichtet sie dann quasi. Und zwar im großen Stil. Das Ziel von Apple ist hier, net cash neutral zu sein. Das heißt, die Liquidität soll in etwa auf Höhe der Verschuldung gehalten werden. Und alles, was mehr an Cash eingenommen wird, soll über Aktienrückkäufe oder Dividenden auch an die Aktionäre zurückgegeben werden. Und warum findet Buffett das so toll?
ich zitiere ihn mal wörtlich, er sagt, durch die Rückkäufe sollte sich die Zahl der ausstehenden Aktien auf 4 Milliarden Stück reduzieren, bei Apple von aktuell ungefähr 4,6 Milliarden Stück. Und so ist es wahrscheinlich, dass in vielleicht 3 Jahren unsere 5%, die Berkshire an Apple momentan hält, zu diesem Zeitpunkt etwas über 6% werden. Und ich mag diese Aussicht. Was meint er damit? Im Prinzip ganz einfach den simplen Effekt, dass Rückkäufe ja, wenn die Aktien danach eingezogen, sprich vernichtet werden, dafür sorgen, dass die Zahl der Aktien sinkt. Und das bedeutet ja, dass entsprechend jede einzelne Aktie einen größeren Teil am Gesamtunternehmen ausmacht und damit auch einen größeren Teil am Gewinn ausmacht. Und wenn es 20% weniger Aktien gibt, dann gehören Buffett eben entsprechend mehr Prozent vom Gesamtunternehmen. Und genau das gefällt ihm, so simpel ist es im Prinzip. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, den Buffett anspricht. Apple kauft immer dann mehr Aktien zurück, wenn die Aktie gerade eine Schwächephase hat oder besonders günstig bewertet ist. Klar, dann kann Apple quasi seine Cash-Bolge besser einsetzen, weil es einfach pro Cash-Einheit mehr Aktieneinheiten bekommt. Das ist auch sehr simpel eigentlich. Und die Frage ist natürlich, warum kauft er dann trotzdem nicht noch mehr Apple-Aktien? Nun, Berkshire hat Apple ja schon extrem hoch gewichtet im Depot, nämlich mit rund 20%, und Buffett will bei den momentanen Preisen einfach nicht noch eine höhere Gewichtung haben. Stattdessen sagt er einfach, Apple sorgt ja selber dafür, dass mein Anteil im Unternehmen immer höher wird, nämlich durch diese Aktienrückkäufe eben. Nun ist der Titel des Videos aber, ist Apple die beste Value-Aktie? Und zum Thema Value gehört ja natürlich neben dieser qualitativen Komponente, die ich gerade beschrieben habe, eben auch die Bewertung, sprich die fundamentalen Bewertungskennzahlen. Und hier bietet es sich an, einfach mal einen Vergleich zu machen, wie sich eigentlich dieses KGV in den letzten Jahren entwickelt hat bei Apple, beziehungsweise wie hoch war das KGV zu welchem Zeitpunkt. Und ich habe da mal eine schöne Grafik gefunden, die das aufzeigt, wie sich dieses KGV seit Ende 2015 bis jetzt entwickelt hat, und zwar zu jedem Zeitpunkt in diesen 4 Jahren. Basis sind dabei die Konsensgewinnschätzungen der Analysten für das jeweils darauf folgende Jahr. Was heißt es? Nun, zum Beispiel Ende 2015 lag das KGV der Aktie bei ca. 10. Das bedeutet, sie war mit dem damaligen 10-fach, oder sie war damals mit dem 10-fachen der durchschnittlichen Schätzungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie für das Jahr 2016 bewertet. Und heute liegt diese Bewertung bei ca. dem 16,8-fachen. Das heißt, rein auf Basis des KGVs ist die Aktie momentan 68% höher bewertet als Ende 2015. Und insgesamt kann man sagen, die Bewertungsspanne der Aktie auf Basis der Gewinnschätzungen für das folgende Jahr lag zwischen 2015 und heute ungefähr zwischen 9 und 17. Hier nochmal der Chart, in dem man, wo ihr das seht, aktuell liegt die Bewertung ungefähr bei 16,8, also am oberen Ende der historischen Spanne. Heißt wiederum, die Aktie ist auf KGV-Basis so teuer wie lange nicht mehr. Und wie gesagt, Buffett fand Apple ja sogar im 4. Quartal zu teuer. Und in dessen Verlauf war die KGV-Bewertung ja von ca. 16 auf 11 gefallen. So, dann könnte ich es mir natürlich einfach machen und sagen, okay, die Aktie ist gerade relativ teuer, also sollte man sie nicht kaufen oder gar verkaufen. Aber ich denke, das wäre vielleicht zu einfach gedacht. Jetzt mal angenommen, euch ist vollkommen egal, was Buffett sagt. Dann wäre die Frage, gibt es Gründe dafür, die momentan eine so relativ hohe Bewertung rechtfertigen? Und die gibt es meiner Ansicht nach durchaus, beziehungsweise es gibt potenzielle Gründe, die das rechtfertigen könnten. Grund 1 könnte sein, dass Apple mit seiner Service-Initiative gut vorankommt. Also Service in dem Sinne, dass man immer mehr Abo-Dienste einführt, nach Apple Music, jetzt den Apple Film-Streaming-Dienst, den Apple Computerspiele-Dienst und so weiter, und natürlich auch den App Store. Apple macht hier beim Aufbau sehr gute Fortschritte und man kann argumentieren, dass das Unternehmen hier ein zweites starkes Standbein mit noch höheren oder ähnlich hohen Margen wie beim iPhone aufbaut und daher quasi wieder mehr zum Wachstumsunternehmen wird, dem dann entsprechend auch eine höhere Bewertung zugebilligt werden könnte. Meine Meinung dazu stimmt, aber es wird dauern, mindestens noch ein paar Jahre, bis diese Service-Umsätze und Gewinne auch nur annähernd mit den iPhone-Umsätzen und Gewinnen mithalten können. Das wäre also der erste potenzielle Grund für eine höhere Bewertung. Grund 2 ist noch simpler. Man könnte schlicht und einfach sagen, dass Apple in den Jahren 2015 und 2016, wo das KGV im Bereich von 10 lag, einfach viel zu günstig gewesen ist. Ich denke, das könnte gut sein, dass es so ist. Denn ich meine, warum wird zum Beispiel eine Procter & Gamble momentan mit einem 2020er KGV von 25 bewertet und Apple nur mit einem von 16,8? Hat wirklich Procter & Gamble mehr Wachstumsfantasie als Apple? Ich denke nicht. Und vielleicht hat Procter & Gamble weniger starke Schwankungen und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Gewinne konstant bleiben als bei Apple. Selbst da kann man sich drüber streiten, aber die höheren Chancen, die Gewinne pro Aktie in den nächsten Jahren deutlich zu steigern, hat eindeutig Apple.
Und daher könnte man vielleicht Apple auch eine höhere Bewertung zubelegen. Und Grund 3, der eine höhere Bewertung rechtfertigen könnte, ist das Wachstumspotenzial, das sich aus der Gesundheitsinitiative von Apple ergibt. Denn Apple Watch, die Apple Watch zum Beispiel, erkennt ja, wenn jemand schwer stürzt, als Beispiel. Dann tippt sie ihm aufs Handgelenk, lässt einen Alarm ertönen und gibt einen Hinweis aus. Man kann dann quasi die Rettungsdienste kontaktieren oder die Meldung schließen, indem man auf Schließen tippt oder einfach sagt, okay, mir geht's gut, ich brauche keinen Rettungsdienst. Und gerade für ältere Menschen könnte sowas zum Einstieg ins Apple-Ökosystem führen und neue Käuferkreise erschließen. Und dieser Sturzdetektor steht ja nur stellvertretend für viele weitere Gesundheitsfunktionen, die viele neue Kunden, viele neue Konsumenten zu Apple bringen könnte. Unterm Strich würde ich sagen, Apple ist eine hervorragende Value-Aktie, was die Profitabilität betrifft und den Burggraben um das Geschäftsmodell, Stichwort iOS, vielleicht sogar eine der besten, wenn nicht die beste Value-Aktie der Welt. Aber zum Thema Value gehört eben immer auch der Bewertungsaspekt. Und hier ist es so, dass Apple, wenn man sich die letzten 4 Jahre mal anschaut, betrachtet, auf KGV-Basis derzeit am oberen Ende der Bewertungsspanne angekommen. Andererseits denke ich, dass diese Bewertungsspanne insgesamt, also ein KGV von 9 bis 17 für das jeweilige Folgejahr, für eine Aktie dieser Qualität relativ niedrig ist. Insofern würde es mich auch nicht wundern, wenn die Aktie zukünftig noch höher bewertet werden würde. Auch wenn das Buffett vielleicht momentan anders sieht. Also, was tun? Das, was euch wohl nicht interessiert, Aktie kaufen oder nicht. Ich würde die Aktie auf jeden Fall weiter halten, wenn ihr sie habt. Aber ich sehe bei der Aktie jetzt im Moment aus Bewertungsgründen nicht unbedingt eine klare Kaufchance. Oder anders gesagt, um die Eingangsfrage zu beantworten, ich denke, dass Apple aktuell nicht die beste Value-Aktie der Welt ist, einfach weil sie historisch betrachtet jetzt auf KGV-Basis relativ teuer ist. Und apropos Buffett, ich sage nochmal der Hinweis, ich schaue mir im nächsten Video die Lieblingsaktien von Warren Buffett mal genauer an. Jetzt außer Apple, die habe ich ja jetzt hier schon besprochen, und gehe dem auf den Grund, was Buffett an diesen Aktien eigentlich so liebt, was er daran so toll findet. Es lohnt sich also, meinen Kanal zu abonnieren. Nochmal der Hinweis, klickt einfach auf den Abonnieren-Button unter dem Video und aktiviert das Glöckchen und ihr verpasst dieses Video auf keinen Fall. So, genug der Hinweise, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am kommenden Mittwoch im nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin Armin Brack, bis demnächst. Ciao.